Herzlich willkommen bei Talking Malls. Es ist wieder der 18. Mai und ich habe wieder Geburtstag. Der dritte Geburtstag jetzt hier bei Talking Malls, den ich auf dem YouTube-Kanal habe. Und da habe ich mir wieder einen schönen Whisky ausgesucht, wie jedes Jahr zum Geburtstag. Und zwar den Glenlivet mit 18 Jahren Alter. Den 12-jährigen habe ich ja schon probiert, verglichen mit dem Founders Reserve. Wo ich ja sagen muss, dass ich immer noch sehr enttäuscht bin von Glenlivet. Den Founders Reserve gegen den 12er hier auf dem deutschen Markt zumindest und in, ich glaube, ziemlich weit Europa, gegen den Founders Reserve einzutauschen, der stinkt da richtig ab. Der Founders Reserve, der sagt mir überhaupt nicht zu. Dann habe ich ja noch den Master Distillers Reserve. Irgendwie so habe ich auch schon probiert. Und jetzt heute ist mal der 18-Jährige dran. Den habe ich vor, ich glaube mittlerweile 5 Jahre ist es her, habe ich mir den mal in Spanien gekauft. Gran Canaria am Flughafen. 1 Liter Flasche, 50 Euro meine ich, war es damals. Und der hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Sehr schöne Erinnerung, auch für den Urlaub. Natürlich mittlerweile leer die Flasche. Und jetzt habe ich mir mal wieder einen neuen gegönnt. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie kommt es mir so vor, dass der knapper wird auf dem Markt. Ich weiß gar nicht. Also ich habe mir den damals geholt vor ein paar Monaten für 50 Euro. Und mittlerweile irgendwie sieht man den so an die 60, 70 Euro gehen. Teilweise ist er auch schon in den Shops ausverkauft. Ich weiß nicht wieso, vielleicht wisst ihr da was Genaueres. Ob der vielleicht auch vom Markt verschwinden soll, keine Ahnung. Jedenfalls die Aufmachung, die Packung nochmal ein ganzes Stück über den normalen. Ist keine normale Papppackung, sondern sehr stabil. Mit so einem Deckel hier innen drin, schön rot. Ja, macht schon mal ein bisschen was her. Und die Flasche an sich ist dann auch nochmal ein bisschen anders. Ja, stellen wir mal hier hin. So, die hat nämlich dann hier, wo die anderen einfach so einen Aufkleber haben, hat die hier, sieht man schön so eine richtige Plakette aufgeklebt. Und wer ganz genau hingeschaut hat, bei meinem Living Bottle Video, genau diese Plakette klebt jetzt auf der Flasche drauf von meiner Living Bottle. Ja, zu Glenlivet an sich muss man eigentlich nicht viel sagen. Ich meine mittlerweile der größte Scotch-Single-Malt-Hersteller der Welt. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Top 1, Top 2, irgendwie so da. Beim 18-Jährigen füllen sie jetzt auch 3% mehr ab, also 43 Volumenprozente. Und bei dem 18-Jährigen nehmen die unter anderem Ex-Bourbon-Fässer, also amerikanische Eichenfässer, und europäische Eichenfässer. Also sollten wir auch ein bisschen Sherryfass erwarten. Und im Internet liest man auch, dass er etwas Rauch haben soll. Bin ich aber ehrlich, als ich den das letzte Mal probiert habe, hatte ich da nicht wirklich Rauch. Dafür ganz viel anderes Zeugs. Ja. Ansonsten vom Flaschendesign hier ein bisschen ja, kantiger, ein bisschen dicker. Ziemlich dickes Glas, auch dicker Glasboden. George Smith ist hier unten so eingraviert. Also Flasche an sich ist schon sehr schön. Dann wollen wir mal gucken. Allgemein mag ich ja eigentlich ziemlich Glenlivet und den 12-Jährigen habe ich vorgestern noch mal probiert, extra wegen dem Video jetzt. Und ist einfach ein richtig schöner, angenehmer, süffiger Malt, passt jetzt auch zum warmen Wetter. So.
Ja, da merkt man direkt, dass der schon etwas älter und gesetzt ist. Diese ganz frischen Zitrusaromen, die sind weg. Und die machen Platz für so richtig schöne, volle, süße Aromen. Sherry ist auf jeden Fall da. So orangemäßig, pfirsig. Etwas Honig ist auch dabei. Würze von der Eiche auf jeden Fall auch. Boah, und wunderbar aromatisch. Ich finde, der hat so eine, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, so eine wärmende Note. Schöne, warme Aromen, jetzt nicht so frisches, sondern alt gesetzt, gediegen. Süß, umschmeichelnd. Stehen da Geschmacksnoten drauf? Jo, steht sogar. In der Nase elegant, komplex mit süßen Holzaromen, reichen süßen Früchten und Toffee. Geschmack weich, wundervoll ausbalanciert. Dann kommen Gewürze mit bitterer Orange, trockenen Holznoten und Abgang lang und Eichenwürze. Ja, diese Fruchtigkeit und diese Süße kann ich auf jeden Fall bestätigen in der Nase. Ja, schöne Würzigkeit auf jeden Fall. Und dann diese süße, schöne Vanille. Und immer wieder mit diesen leichten Sherry-Noten. Und jetzt auf gar keinen Fall hier so eine Sherry-Bombe erwarten. Der ist Sherry-Einfluss, merkt man schon, aber der ist so leicht im Hintergrund und spielt da mit den Ex-Bourbon-Fass-Aromen schön mit. So Orangenöl. Und so wirklich altes Holz, so Schrankwand. Ja, also der riecht so schön, da möchte man eigentlich die ganze Zeit weiter riechen. Ja, aber jetzt will ich mal probieren. Füllt den Mund aus. Erst ist er sehr süß und cremig. Und dann merkt man, diese 43%, die sind, finde ich, Speichelfluss, die sind genau richtig, finde ich. Der hat so die perfekte Mischung zwischen süffig, süß, fruchtig und Würzigkeit von der Eiche, leichter Alkohol, Nüsse und dann so, ja, wie diese Orangeat-mäßig, so bittere Frucht, bittere Orange. Und jetzt bildet sich auch so eine holzige Bitterkeit aus auf der Zunge. Belegt so ein bisschen. Und dadurch wird auch der Abgang etwas länger. Und im Abgang ist er auf jeden Fall bitter statt süß. Also im Geschmack, im Mund
Da hat er so eine richtig schöne, fruchtige Süße. So eine Mischung zwischen, ja, so ein Karamellbonbon und schönen Früchten. Im Abgang dann aber wirklich diese würzige Eichennote. Zarte Bitterkeit. Wird auch schon etwas deutlicher bitter. Und da würde ich sagen, klar, 18 Jahre sind 18 Jahre, aber amerikanische Eichenfässer sind ja meistens nicht so bitter. Deswegen würde ich sagen, dass der schon spürbare europäische Eiche hat. Ja, jetzt in der Nase sogar etwas tropisch. Mango. Und so schon leicht vergorene Ananas vielleicht. Ja, und so eine aromatische Note, vielleicht ist das der Rauch, aber eigentlich nicht. Für mich ist da kein Rauch drin. Na. Vielleicht ist diese aromatische Note, die ich meine, ja, dieses würzige Holz und vielleicht so zart am Glimmen, vielleicht so ein bisschen angekokelt. Ja, etwas Leder. Lederholz. Und diese süßen, warmen, dunklen Noten in der Nase. Richtig toll. Wie gesagt, könnte ich den ganzen Tag dran riechen. Beim zweiten Mal etwas länger süß. Ja, wunderbar umschmeichelnd. Eingelegte, ja, Mandarinen. So diese Mandarinen in der Dose mit dem Zuckerfasser. Vielleicht auch etwas Erdbeeren. Ganz zarte, weinige Note habe ich jetzt. Und jetzt geht die Süße etwas zurück und macht wieder dieser zarten Bitterkeit Platz. Also jetzt beim zweiten Mal, finde ich, war der viel, viel länger süß im Geschmack. Ach, jetzt Schrankwand. Schöne Holzigkeit. Eichenwürze. Ja, und dann kommt wieder so Orangenmarmelade. Karamell, Süße, Vanille. Puh. Ja. Also wenn ihr mal einen schönen Whisky haben möchtet, schön süffig, mit Sherry-Noten, keine Sherry-Bombe, sondern auch so... Ja, das Beste aus beiden Welten. Also schöne Ex-Bourbon-Fassaromen, schöne Sherry-Fassaromen. Dann ist der hier auf jeden Fall ziemlich weit oben auf der Liste. Ja. Und ich würde auch sagen, für Anfänger gar nicht so gut geeignet, weil da schon sehr viele Aromen sind, also ziemlich komplex. Aber mir sagt der unheimlich zu. Er wird von Mal zu Mal süffiger.
Richtig süß, Speichelfluss. Etwas Bonbon. Fruchtbonbon. Zarte Würze. Nicht so aufdringlich. Ja, und ich finde die 43 Volumenprozente finde ich eigentlich genau richtig. Der hat so, der ist nicht zu stark, aber man merkt, dass er etwas mehr so als 40% hat, weil wässrig ist er auf gar keinen Fall. Mandeln? Jo, Mandeln. Etwas Marzipan? Ja. Kann ich empfehlen. Gucken, ob ich den gleich dem einen oder anderen Gast nachher auf meiner Geburtstagsfeier anbiete. Von mir dicke Empfehlung. Wie gesagt, ich habe gesehen, dass der jetzt irgendwie teilweise vergriffen ist, teurer wird, weiß nicht genau, woran es liegt. Ich hoffe, die Verfügbarkeit wird bald wieder besser werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder bei Talking Malts.